und schon geht es los. Leon Elektronik und die Hater haben bitterbösen Stress, doch das dürfen sie nicht. Der kleine Leon hat ADHS, der kann ja nichts dafür. Denn auf Schlager und etwas Alk wird der liebe Leon nämlich manchmal zu einem Hulk. Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Mongo von Kanal Mongo Medial. Ich hoffe, euch geht's gut, weil bei mir geht's in Erlangen, Umgebung und so weiter. Ne? Heute gucken wir uns an, eins neue heiße Thema, das ich schon selbst mal machen wollte, aber ich mache so viel, ich habe auch nicht für alles Zeit, nämlich der Leon 1 Elektronik. Der hat ja eine Gegenspielergruppe, nämlich den Leipziger Fanclub auf Telegram. Also wenn man da einfach nur sucht, Leon Elektronik, Leipziger Fanclub, dann findet man das auch. Das ist gar kein Problem. So, und da ist der Leon natürlich drin. Und natürlich auch die Privatermittler vom Leon sind da natürlich drin. Das sind natürlich alle drin. Ne? Und da geht der Leon her und macht mit seinem Handy teilweise... Also man muss schon sagen, teilweise im nüchternen Kopf, weil die meiste Zeit ist er eigentlich immer lattenstramm, macht da Ansagevideos. Audiospulen. Und das Ding an die Stelle ist jetzt folgende. Der hat schon früher auch dem Frank Treiber immer über Telegram Sprachnachrichten geschickt. Und ich wollte früher schon die immer mal so rausholen und dann damit halt mal ein Video machen. Aber ich habe das nicht hingekriegt und ich bin technisch da einfach auch, ich habe da keinen Bock gehabt dann groß, weil ich hatte eh so viel Zeug zu tun, dass ich das jetzt nicht auch noch anmachen wollte. So, jetzt hat sich aber ein Kanal gefunden, der wo da aktiv geworden ist. Und dieser Kanal heißt Hans Wurst seine Mutter und der bringt... Oder hat jetzt zwei Videos rausgebracht. Ich denke mal, das ist nur Enos und One-Hit-Wonder, weil auf Ewigkeit hat man da auch nicht so viel Material. Das erste Video heißt, was wir uns heute angucken, Leon Elektronik und Zwamm Tapes. Hat er und Zwamm noch falsch geschrieben und Zwamm wird hinten nur mit einem M geschrieben. Er hat es mit zwei geschrieben, egal. Und Zwamm Tapes, Ansage an die Besucher, unzensiert. So, das so heißt das Video und so ist es auf YouTube. Dann gibt es noch ein weiteres, Leon Elektronik Chat Leaks, der böse Onkel. So, da werden wir auch reingucken, also es ist sehr viel Material jetzt gerade an Start und das werde ich auch jetzt mit euch so nach und nach abkaspern in gewohnte Manier. Ne? So, ich lese jetzt erstmal das Bild vor, wo hier eingeblendet ist von Hans Wurst, seinem Mutterkanal. Denn er hat uns da noch ein paar Vorab-Informationen gegeben. Ich hatte erst gedacht, das wären die alten Audiospulen, aber das sind wohl sehr aktuelle Audiospulen von unserem Leon. Ich lese vor, für alle, die nicht hingucken. Auf Leon Elektronik wurden vier Videos mit Ansagen und Drohungen an die Hater hochgeladen. Während er bei verschiedenen Behörden wie dem Sozialamt, LKA, Caritas war. Videos wurden jedoch gelöscht, aber andere Nutzer haben sie erneut hochgeladen. Link in der Beschreibung. Während die Polizei ermittelt, darf keine Ansage mehr von Leon kommen. Jetzt hat Leon die Nase voll und veröffentlicht diese Audio. Also jetzt rastet er vollkommen aus. Zwei Hater hängten in Erlangen Poster auf und warfen nachts Eier auf seinen Balkon. Am Sonntagmorgen veröffentlichte PS Pascal, Leons Bruder, ein Video als Ansage an die Eierwerfer. Er plant mit seiner Freundin dort auszuziehen. Alle wohnen derzeit zusammen mit Leon in einer Wohnung. Alle diese Videos, die Leon jetzt rausgenommen hat und die Videos von PS Pascal, wo er sich über die Eierwürfe beschwert, sind alle bei mir auf Dailymotion. Da findet ihr mich auch unter Kanal Mongo Medial. Und da habe ich auch eine Playliste für PS Pascal und eine Playlist natürlich für Leon Elektronik. Ich habe zwei Playlists, einmal Leon Elektronik und einmal Mongotare Leon Elektronik. Bei Leon Elektronik, das sind nur die Originalvideos drin. Ne, das sind quasi ein, für mich ist das ein Backup-Sicherheitskanal, um solche Perlen einfach abzusaven. Ne? So, weiter. Am Sonntag kam die Ansage, am Montag wurden die Poster aufgehängt und 20 Eier geworfen. Er sucht, also einen Tag später, logischerweise, ne? Er sucht überall nach Hinweisen, auch in der Gruppe und nutzt Undercover-Accounts. Der Link zur Gruppe ist ebenfalls in der Beschreibung. Ja gut, also wie gesagt, das ist ganz einfach zu finden. Ich habe das auch ganz einfach gefunden, Leipziger Fanclub, fertig. Ne? Leon Elektronik, Leipziger Fanclub. Also da ist eigentlich nicht schwer. So,
Gut, klicken wir mal rein in die Video. Ich hab's schon wieder vergessen. Das ist, Leute, das ist Entertainment, ne? Das ist Entertainment. Ich muss mein Audio umstellen, sonst klappt das nicht. So. Jetzt passt mal auf hier. So, Entschuldigung, da ohne steht noch was. Ich muss gerade mal hier was weg. Ein bisschen Fanmanagement für Leon Sturm und Familie. Ah ja, das sind jetzt. Das sind jetzt die Bilder, die sie aufgehängt haben. Bist du das lustig, ja? Andere Menschen durch den Kakao zu ziehen, durch den Dreck zu ziehen, Familien durch den Dreck zu ziehen, Plakate aufzuhängen. Und oh Gott, Leute. So weiter und so fort. Ja? Sachbeschädigung, eine nach dem anderen. Ja, zu begehen. Eine Straftat jagt dem nächsten, von dem du nichts wissen willst, aber ich weiß, dass du vorbestraft bist, Freundchen. Und ich weiß auch schon lange, wer du bist. Ich werde jetzt deinen Namen absichtlich nicht erwähnen. Das hat was mit Datenschutz zu tun. Also sowas, ne? Leon Elektrolik Telegram-Gruppe in der Beschreibung, ja klar. Die Frage ist jetzt, an wen sich das jetzt genau richtet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er das... Es könnte sein, dass er die direkt an Frank Treiber geschickt hat oder dass er da irgendwelche Leute beschimpft. Das, wer weiß es nicht. Aber schön sind diese Plakate auf jeden Fall. Da steht drüber, kein Alkohol für Leon Sturm, kein Alkohol für die Schande der Nachbarschaft und dann die Straße noch. Also, und auch mit dem hier, mit diesem klassischen NWO-Zeichen, das wir ja kennen. Eben, genau, ne? Aber dir sage ich eins, ja? Ich weiß, dass du genug Vorstrafen hast. Ich habe vor kurzem mit der Polizei gesprochen. Du hast ein Strafsündenregister. Das hat gesessen. Überall. Die haben die echt überall verteilt. Also ich finde es ja schon. Leute, ich sag, wie ist, ne? Das ist natürlich fake, das Foto mit der Mutter, ne? Dass da die Dutzeln rausgucken. Das ist mit so einer App gemacht. Ich kenne das auch, ne? Aber ich sag mal so, ne? Das ist halt jetzt, ne? Der Leon hat angefangen, sich auf das Parkett zu begeben, ne? Und war der Meinung, er könnte hiermit die Leute bedrohen, mit Siemens Staatsanwaltschaft und so weiter, ne? Und ja, jetzt werden die Aktionen halt mehr, ne? Es sind noch keine harten Aktionen. Das ist noch nicht hart. Also hart im Verhältnis zu dem, was wir vielleicht bei Rainer Winkler gesehen haben. Aber der Leon, wenn der so weitermacht, wird es immer weiter dahin gehen. Ne? Ich weiß Bescheid. Oh, ich sag dir eins. Oh, das muss ich mir ganz angucken. Okay, also Vorsicht vor dem Rosettenkitzler. Kitzelt gerne Männerrosetten. Dazu eine Menge Bilder von Leon. Dann, jetzt beitreten Sturm Gangbang WG. Dann, nicht füttern, es beißt. Auch wieder viele Bilder von Leon. Und dann, bitte meiden Sie Leon, er leidet an seiner geistigen Dysphorie. Also, sehr gut, ne? Ganz viele. Ein krummes Teil, was überall, du noch machst an meiner... Das ist so geil, überall verbreiten die das, ne? An der Stadtkarte, überall. Ich will dich für die NWO. Sturms ausrotten. Stürmt die Sturms. Gott. Ja, Leute, das ist halt so, muss man wirklich sagen, ne? Das sind halt Aktionen, die treffen halt wirklich, weil Erlangen ist jetzt nicht so großer Ort, ne? Und Herzogenaurach, kommt der aus Erlangen oder hier aus Herzogenaurach? Oder ist das ein Stadtteil von Erlangen? Ich weiß das ja alles nicht, ne? Aber das trifft schon. Das muss man sagen. Die werden hundertprozentig von Bekannten drauf angesprochen. Und, was haben wir hier? Erlangen. Mal gucken. Ja, schon mal. Hier, 100, also 110.000 Euro, ne? Ach, Einwohner. Naja, und Herzogenaurach. Ich gucke mal, während ich weiterlaufen lasse. Guck ich mal nach. Der privaten Adresse. Glaube mir. Dann werde ich die Adresse von deiner Mutter verschandeln. Dann schlage ich zurück. Und so. Ach, das ist. Also, alle Leute, die das nur hören, ne, hier gibt es auch echt was zu sehen. Ne? Hier ist ein Foto.
mit dem Untertitel: Der Vater fährt die Nachtpatrouille und reißt alle Poster ab. Der fährt mit dem Fahrrad da lang und reißt Poster ab. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass bei Sturms daheim, dass da echt Ärger war und dass der Leon, sagen wir mal, im negativen Fokus auch der Familie stand. Ja? Und dann haut er hier diese Audiospulen raus. Sollten weiterhin Plakate über mich auftauchen. Oder irgendwo auf der Kirche mal aufgehängt werden. Und bei Fahrgeschäften irgendwo draufgepappt werden. So, für alle, die jetzt nur zuhören wollen, jetzt kommen nur noch Clips, also macht nebenbei etwas und hört zu. Das finde ich sehr gut, lieben Kanal, wo das hochgeladen hat, hast du gut gemacht. So, ich habe jetzt nochmal hier geguckt, Herzogenaurach, also wenn der in Herzogenaurach, doch, da wohnen so 23.000, ne? Also, dass die Wahrscheinlichkeit in der Menge, die das da verteilt haben, vor allem auch in seiner Nachbarschaft und so weiter, dass die Leute mitkriegen, ist natürlich groß. Ich glaube nicht, dass der Vater vom Sturmi, dass der die alle abgekriegt hat, ne? Aber wie krass das ist, was für Aktionen, ne? Was der mal runterkriegt. Gnadig, der Gott, dann werde ich dir deinen Auftritt zerstören. Dann werde ich was Plakate und zwar mit deiner Hackfresse, mit deiner scheiß dreckigen Gitarre, werde ich dann und zwar ein Plakate drucken. Also von die Sache her, der Leon hat ja für sein Fanfest schon mal versucht, für die Fans Plakate zu machen. Hat nicht geklappt. Warum sollte das denn jetzt klappen, Leon? Also da wird wieder sehr viel gebellt an die Stelle. Oh, ich wollte weitermachen. Und da ist über 600 Stück. Und dann fahre ich in die Stadt ja. Schwabach, wo du deinen Auftritt hast, und dann werde ich deinen Auftritt damit zerstören. Was heißt dein Auftritt? Dann hänge ich Plakate über dich auf, du bodenlose, skrupellose Drecksau. Ja? Lass dir das gesagt sein. Ja. Und deine ganzen Kumpanen, deine ganzen Idioten. Ne, ihr merkt schon, da ist auf jeden Fall wieder das eine oder andere Maß den Bach heruntergeflossen. Und ihr könnt jetzt in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wie viel Maß hat er da schon intus? Ne? Und immer dran denken, eins Maß ist immer eins Krug. Ne? So eins große Krug. Ne? Und wie viel hat er da jetzt schon getrunken? Ja, ihr seid alle krank. Und das ihr auch schon unter der Woche. Ja. Unter der Woche, wo normale Leute arbeiten müssen. Ja. Circa Zuschlag. Das zeigt einfach, dass ihr alle arbeitslos seid und dass du ja. keine Arbeit hast. Du lügst wie ein gedruckenes ja. Balkenbiek. Du elendige Lügengosche, du elendige. Ein Balkenbiek, ne? Wer unter der Woche zuschlagen kann, der ist arbeitslos. Und der das auch noch mitten in der Nacht durchzieht, der ist arbeitslos. Ja, oder hat halt Ferien, oder hat Urlaub, oder ist arbeitslos, oder ist selbstständig, oder, ne? Aber wahrscheinlich arbeitslos. Und das hast du voller frischer Tat bewiesen. Und dein Kumpan. Apropos, der Kumpan, der jetzt gerade im Bild mit Leon am Saufen ist, das ist der Uwe Elektronik, ne? Der Saufkumpan vom Leon, ne? Dein Kumpan, dieser Olli, ja, der wird sich auch noch vor Gericht verantworten. Das sage ich dir. Und du bist der Nächste, den ich vor Gericht sehe. Dann fährst du nicht mehr Stapler in der Realität. Dann fährst du ein hinter Schloss, Regel und schmerzhaften Gittern. Ja. Habe ich mich da klar ausgedrückt, ja? Du ruinierst mein Leben nicht mehr. Du elendige Drecksau. Ich kann es mir richtig vorstellen. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich diese, also nur um das zu erklären, ne? Diese aggressiven Videos, die von denen gesprochen worden ist, die habe ich ja auch alle in meine Mongotare mit euch zusammen besprochen. Das ist die vierteilige Jetzt reicht's Serie. Also es gab vier Videos von Leon Elektronik. Und da macht er jetzt im letzten Teil, im vierten Teil, ich kann es euch nur empfehlen, ne? Da macht der Gesichter, das ist der absolute Wahnsinn. Also,
da werden die Augen aber kugelrund wie ein Ei. Ne? Das ist der Wahnsinn. Man sieht es schon auf meine Thumbnails, auf meine Vorschaubilder in YouTube. Ne? Da sieht man das schon. Oh, lass dir gesagt sein. Ja. Ja? Ja. Ja, komm. Komm du meiner Familie je zu nahe, irgendwelche Klappspaten. Das hat er ja. Die nächsten Wochen wird euer schlimmster Albtraum, wenn ihr meint, ihr müsst doch irgendwas schmeißen oder Plakate aufhängen. Ja. Ihr werdet jetzt gefahndet, gesucht und beobachtet. Glaubt's mir. Ja, ja gut. Ihr lauft in die Mausefalle. Und dann werde ich vor Gericht im Recht stehen. Und ihr werdet Zagros verlieren. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und deine Idioten da draußen, die du angestiftet. Sag mal, kann das sein, dass der das Video da von mir genommen hat? Wer weiß, ne? Könnte sein, weil er so nah rangezoomt hat, um mein mongomediales Logo zu verdecken. Ne? Hast. Oder sonst wer, der zu dir hält. Und das noch toll findet, was er mit mir und meiner Familie abzieht, privat. Aber könnt ihr machen, ne? Also wenn ihr Teile von mir in eure Videos benutzen wollt, könnt ihr gern machen, ne? Ein kleines Shoutout wäre okay, ne? Oder so eine Mention oder irgendwas, mal ohne in die Beschreibung oder was auch immer, ne? Aber könnt ihr gern machen, weil ich bin nicht so ein sogenannter Gatekeeper wie andere Leute, die ich jetzt hier, indirekt nur ansprechen will, ne, die mich dann versuchen, da irgendwie in die Pfanne zu hauen oder Google rund zu machen oder Aster rumzuführen oder so, weil ich halt ein paar lustige Videos mache. Ne. Das darf man ja auch mal machen. Ne. Hat ja keine Rechte an dem Sachen. Ja, dir werde ich mal was sagen und sagen, du wirst vor Gericht so zappeln, du wirst einfahren. Und es nicht nur auf, du wirst keine Bewährung kriegen. Ja, nee. Und du wirst keine 2-3 Jahre absitzen, das ist es dir wert. Du wirst lebenslange Freiheitsstrafe bekommen. Lebenslange Freiheit. Der Leon hat ja das letzte Mal auch eine Menge Gesetzestexte und so weiter eingeblendet, ne? Und ich sag mal so, diese Sachen, die ja hier jetzt im Raum stehen als Straftaten, sind ja eher Ordnungswidrigkeiten und leichte Straftaten vielleicht. Ne? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher Ordnungswidrigkeiten. Und lebenslänglich bekommt man für die schwersten Verbrechen. Ne? Und das ist Mord, Totschlag, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Verbrechen gegen die Staatssicherheit und Verbrechen gegen die persönliche Freiheit. Ne? Und nein, Leon, an die Stelle. Verbrechen gegen die persönliche Freiheit haben nichts damit zu tun, dass man dich auslacht wegen deiner Kerwa-Videos. Ne? Das ist nur Feedback. Feedback. Kabarett. Ne? Satire. Komödie. Ne? Lebenslang, weil du nicht aufhörst. Ja. Und das, was du gemacht hast mit der Kirchweih, das war eine Bodennummer zu viel. Wenn die Schausteller dich anzeigen, brauchst du dich da nie wieder blicken lassen. Du wirst nie wieder einen Auftritt bekommen, nie wieder. Ein Auftritt? Der sagt die ganze Zeit, ein Auftritt. Also er glaubt, dass er mit irgendjemand spricht, der irgendwie Auftritte macht. Oder glaubt er, dass alle Menschen unbedingt Auftritte auf Kerwas machen wollen? Ich weiß leider auch an die Stelle nicht, was er jetzt genau meint mit den Schaustellern. Es könnte sein, dass er meint, dass sie den Roland da mit reinziehen. Vielleicht mit Roland was geschrieben haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese Hater da auch die verschiedenen Festzeltbetreiber angeschrieben haben, dass der Leon da hinkommt, sich hemmungslos besäuft, Alkoholiker ist. Also das kann ich mir vorstellen, dass sie das geschrieben haben. Dass er da filmt und das ins Internet stellt und so weiter und so fort. Und dass er quasi, dass sie versuchen halt den bei den Kerwas schlecht zu machen, nur um diese ja, Reaktionen zu haben, ne? Wie wir es jetzt hier auch sehen. Das schwöre ich dir. Ja. Und in den nächsten Tagen werde ich deine Mutter aufsuchen. Oh Gott.
Ja? Oh, ja. Und werdet ihr da mal klar machen, was er da für einen hirngespenstigen Arschloch in die Welt gesetzt hat? Ja? Und dann sagt die Mutter, ja und? Ich meine, seine Sache. Ach, das Bild ist auch schön, oder? Es ist schön. Ja, ne? Wunderbar. Also ich sage euch, wie ist, ne? Wenn das die Mutter, also wenn jetzt irgendjemand, sagen wir mal, irgendjemand wird zu meiner Mutter kommen. Zu Hide Leon, ne? Nass geschwitzt, angetrunken, komisches Lacoste-Hemd, ne? Und sagt, Gunther, ihr Mongo, ne? Der macht da so Videos im Internet über mich, wo der mich auslacht. Und dann sagt meine Mutter, ja. Und dann sagt er, ja, machen Sie was dagegen. Oder sagt die, aber lieben Herr schwitzischer Typ, mein Sohn, der ist über 40, der ist an die Ende mit 3, also der ist Anfang 20. Der kann doch selbst Videos machen, ne? Also, das ist doch seine Sache, ne? Also, der kann, das ist, ich bin ja nicht, ich meine, Sie, bei Ihnen, Herr spitzische Typ, ist es ja so, dass, Ihr Vater und Ihre Eltern Ihnen immer noch alles erzählen, was Sie zu tun und was Sie zu lassen haben, machen haben, weil Sie halt nicht erwachsen sind. Sie sind halt ein daheim wohnender, kein Geld verdienender Party-Leon, wo nur an Saufen ist und ansonsten Lego baut. Ne? Also von Selbstständigkeit ist da ja in der weitesten Form gar nicht zu denken. Und dementsprechend sagt ihnen auch ihren Vater, ihren kleinen Hemdschiff-Vater, ihr Pommes-Ärmische, mit dem dünnen Schnorres wackelnde, aufscheppende Vater, Leon, du musst jetzt das machen, was ich dir sage. Und wenn du das nicht machst, dann knallt's. Ne? Weil du, Leon, noch ein kleines Kind bist, so ein kleines Kindergartenkind, ne? Und sollte noch einmal was auf meinen Balkon fliegen. Ja. Glaube mir, gnade ich dir Gott. Die Clips sind gut. Mal ein Like für die Clips, ne? Dann fliegt. Sowieso, ihr müsst viel mehr liken. Ihr liked sehr gut. Muss ich sagen. Ich danke euch dafür für eure Likes. Ich liebe eure Kommentare. Ich habe sogar schon Kommentare gesehen, wo geschrieben han. Ich liebe die Kommentare, wo hier neben meinen Kommentaren kommentieren. Ne? Also ihr seid ein tolles Support, muss ich sagen, an die Stelle. Ihr kommentiert, ihr liked, ihr teilt. Ne? Finde ich gut. Aber ich möchte trotzdem nochmal die erinnern, wo wenig liken, ne? Weil sie es vergessen einfach, wegen die ganze Lacher, ne? Dass die jetzt nochmal liken. Ihr könnt gerne auch die alten Videos, die ihr schon gesehen habt, alle nochmal durchliken. Würde ich mich sehr freuen und kommentieren sowieso. Also vielen Dank dafür und ich bin echt froh, wie das so läuft. Also wirklich tolle Kommentare. Es ist wirklich immer toll, da zu lesen. Und das ist halt, das muss ich an die Stelle mal sagen. Viele YouTuber, die sagen ja mit den Kommentaren, ja, ich lese die Kommentare und so weiter, weil mir das so wichtig ist und so, ne? Und das ist ja alles Lügnerei. Es geht ja darum, um die Leute zum Kommentieren zu animieren. Aber hier in die Kommentare, da wird so viele Gags werden da reingetroppt. Ich sage in meinem Video irgendeine Kleinigkeit und daraus entwickelt ihr kleine Gags oder kleine Running Gags, die sich da etablieren, wie mit der Mada-Verlosung oder so, oder Rechtsrock und so. Und überall lese ich das, auch auf Twitter kommen dann diese kleinen Running Gags, die so ein bisschen hier aus unsere kleine Lachkuh-Tüten-Community so entstanden ist, so für uns, ne? Und das finde ich toll. Also ich finde das super und ich freue mich auch, wenn ihr in die Kommentare, wenn Leute Fragen habt, da wird da auch den Leuten mal was erklärt oder so. Finde ich gut. Also, super Sache. Ne? Kann ich nicht anders sagen. Läuft gut. Liegt was hinauf bei deiner Mutter. Ja. Und dann werde ich diese Hauswand beschmieren. Mönch, 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 Familie Mönch, asoziales, arbeitsloses Packzeug.
habe ich mich ausgedrückt. Oh. Und dafür, dass du dich lustig machst über meinen verstorbenen Opa, ich werde bei deiner Oma auf dem Grabstein, und ich weiß, wo sie ist, da werde ich ja mal auf dem Grabstein von deiner Oma rumkritzeln. Du stinksauer. Und das Ding an der Sache ist ja, dass das, was er jetzt androht, ist ja genau das, was auch ihm angedroht wird. Also das ist dann natürlich auch nicht ganz so smart. Aber uns ist allen klar, dass jegliche Namen, die hier gedroppt werden, ja nicht real sind. Die werden dem Leon halt erklärt. Es wird gesagt, es werden aus Versehen, zwinker, zwinker, kicher, kicher, wird ein Name gedroppt oder irgendwas, und der Leon schnappt es dann auf und glaubt, dass es dann halt wahr ist. Und ja, also da ist natürlich keiner, der seinen echten Namen irgendwie rausposaunt, ne? Ja, und den Grabstein und zwar mit der Hacke durchschlagen und deine Oma ausgraben. Und dann und zwar dir als Allgemeine und zwar vor die F***e knallen, du elendige Mistsau. Oh Gott. Ja? Ne? YouTube sportlich. Schleich dich, Florian. Ne? YouTube sportlich. Reicht jetzt. Ja? Und komm du mir einmal zu nahe. Dann hier. Dann fass ich dich zusammen. Jetzt hast du es zu weit getrieben. Oh Gott. Ja. Du willst tot? Dann kriegst du den Tod. Du elendige Drecksau. Und lauf zur Polizei. Zeig mich diesbezüglich an. Die Polizei wartet schon auf dich. Und grüße von meinem Anwalt. Du gehst sitzen lebenslang. Hast du das verstanden? Dreht komplett durch. Der Boy, der redet sich jetzt gerade komplett in so eine, ich würde mal sagen, das ist so eine Mischung aus Wut, aber auch Panik. Das ist ja auch eine Panikreaktion. Und natürlich, man hört es ja, wie er spricht, der ist natürlich lattenstramm wieder, ne? Du elendige Pissersau, du arbeitslose Drecksau! Im Gegensatz zu dir arbeite ich. Im Gegensatz zu dir habe ich was erreicht. Aber du hältst es ja nirgendwo aus. Diebstahl-Tankstelle. Oh. Ja? Oh. Beim Schmidt nicht mehr ausgehalten. Und so weiter und so fort. Du hast einiges auf dem Kerbholz. Ja? Und angeblich arbeitest du bei der Grünen auch. Und da werde ich über dich Plakate aufhängen. Leute, die Leon, verbreit doch nicht immer Zeug, wo nicht richtig ist. Das ist doch alles ungeprüfter Scheiß. Wenn dir irgendjemand dich ein bisschen unterstützt und dann dir Bullshit erzählt und du glaubst es auch noch und posaunst es hinaus, das ist doch bescheuert. Dann tanzt dein Name. Asozial. Das sag ich dir. Sein Name tanzt asozial. Der ist auch komplett außer... Also man merkt das. Dass der ist komplett außer Atem auch. Das regt den so auf. Der Puls geht hoch, das Herz schlägt. Wahrscheinlich schwitzt er auch wie die Sau. Ich meine, ist er ja sowieso die ganze Zeit verschwitzt. Aber der ist wahrscheinlich komplett am Limit. Was du meiner Familie antust, zahle ich dir jetzt heim. Jetzt ist der Tag gekommen, wo du Krieg schändest. Und ich werde dich verächtigen, du Drecksau. Ja. Verdammte Drecksau, du. Komm her. Oh. Florian, ich fotz dich, Alter. Ich fotz dich. Und noch was. Ja. Werde ich dir klipp und klar ins Gesicht werfen. Oh. Was wirft er ihm jetzt ins Gesicht? Ich bin gespannt. Ja? Du hast mich so weit getrieben und meine Familie in den Wahnsinn getrieben, weil es dir Spaß macht. Ja, und es macht dir Spaß, sich über tote Menschen lustig zu machen. Ja, und tote Menschen durch... Nee, Leon, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, auch für die Leute, die jetzt hier ein bisschen Mitleid haben, ne? Eigentlich machen die Leute sich überhaupt nicht über seinen toten Opa lustig. Die Leute machen sich über dich lustig, Leon. Aber die benutzen deinen toten Opa sozusagen als Schlitten und rutschen
mit deinem toten Opa, stecke steif die Piste runter. Und wenn sie unten angekommen sind, da stehst du dann mit 5 Maß im Kopf und machst solche Videos oder Audiospulen, ne? Also, deine Familie und dein Opa sind vollkommen, die sind einfach nur Kollateralschaden. Weil du aufgehört hast zu tanzen, wird es halt schlimmer. Und ich habe damit nichts zu tun. Ich bin auch in dieser Leipziger Fangruppe nicht aktiv. Aber das ist einfach eine Eskalationsstufe, die bei Menschen immer so passiert. Wenn A nicht mehr reicht, dann wird irgendeiner greift dann mal zu B. Und irgendwann ist dann B normal. Und wenn B normal ist, dann greift irgendeiner zu C. So, jetzt kommst du her, lieben Leon, und sagst, aber C, das ist mir zu viel. Ich schließe jetzt die Kommentarbank und ich mache nur noch Videos über langweilige Kervas. Dann kommen ganz viele Leute und machen nochmal C und gehen dann zu D und zu E übrig. Über. Jetzt sind wir mittlerweile bei V, wo du halt jetzt tanzt wie ein verrückter Pfau. Ne? Und das Schlimme ist an die Sache, Leon, lieben Leontronik, ne? Dass das, was du jetzt hier machst, bei V, nämlich tanzen wie ein Bekloppter, dazu führt, dass die Leute sagen, perfekt, das funktioniert. Jetzt werden andere auch mit ihrem Drucker, den eigentlich jeder daheim hat, auch einfach ein paar Plakate drucken und die aufhängen. Und bald wird die ganze Stadt Erlangen und Herzogenaurach und was auch immer. Und jede Kerwa, ich sag dir das, das wird auch passieren, die werden morgens an jeder Kerwa werden die Plakate aufhängen. Lass diesen Mann nicht rein. Ne? Schwerer Alkoholiker und so weiter. Das wird auch passieren. Und dann fängst du wieder an durchzudrehen. Und dann gehen wir von V immer weiter das Alphabet runter, bis du platzt. Und jetzt mit wir meine ich nicht mich, sondern mal so generell, ne? So rein theoretisch mal erklärt. Also ich habe dir jetzt gerade erklärt, wie das ganze Ding funktioniert. Und dass du halt auch nur verlieren kannst. Ne? Du kannst nur verlieren, Leon. Du hast schon verloren. Dein Kampf ist deine Niederlage. Wenn du kämpfst, hast du verloren. Ganz einfache Sache. Den Dreck zu ziehen. Und darüber auch noch Plakate anzufertigen. Ja. Und das will ein vernünftiger Mensch sein, der gebildet ist und der Ahnung hat, und der Leon ist der Dumme? Ja, gut. Aber ich muss euch sagen, Leute, das hat mich jetzt schon ein bisschen zum Nachdenken angeregt, ne? Weil, was kann man denn tun? Ne? Ich denke mal, man kann einfach auch anders mit den Leuten agieren. Und diese Reaktion, die jetzt er macht, ist natürlich komplett falsch und kontraproduktiv. Also alles, alle Kritik abblocken, alle Verarschungen abblocken und dann immer nur so auszurasten. Also dieser Weg, den er jetzt gerade beschreitet, führt einfach dazu, dass es halt leider immer schlimmer wird. Weil die Anfangszeit ist immer die schönste in so einem Game, wo es noch harmlos ist, wo jemand ein bisschen verarscht wird, ein paar Dinge nicht rafft, wo er sich hingesetzt hat und hat gestreamt, hat da seine Radiosendung gemacht, hat irgendwelche Sachen gefilmt und so weiter. Und das war noch eine schöne Zeit, ne? wo leichte Sachen gereicht haben, dass er halt ein bisschen austickt. Und jetzt erleben wir halt gerade eine Radikalisierung dieser Geschichte, und ich gehe davon aus, dass es auch damit zusammenhängt, dass halt der Rainer nicht mehr viel macht und jetzt suchen halt Leute ein bisschen neben rechts und links. Aber das ist so, da brauchen wir uns auch gar nicht ärgern oder da brauchen wir uns jetzt auch gar nicht wundern, ne? Das ist ja vollkommen klar und wie gesagt, das ist alles normal und nach dem Leon, ich sag mal so, was ich alleine in der Woche
für witzige Typen gemeldet bekommen, die in Twitter oder in TikTok oder irgendwo unterwegs, nee, nicht in Twitter, die in TikTok oder so unterwegs sind. Also das Material geht uns nicht aus. Wir müssen uns einfach nur ein bisschen darauf einlassen. Ne? Also lachen können wir auf jeden Fall. Es gibt genug Leute, die ihren Zeug ins Internet stellen. Wir machen eine Stelle einen Break. 34 Minuten, ui, 35 Minuten. Das heißt, nächstes Mal gucken wir uns Teil 2 an hier von dieser Ausraster von Leon Elektronik. Und ja, es wird spatzig, ne? Bis zum nächsten Mal, euer Mongo. Ciao, ciao. Und au revoir. Au revoir.